mir gedacht, schon vor einer Weile, dass ich euch vielleicht so ein bisschen was über Städte und Fluss erzähle. Können wir unsere Ruhe haben, Leute? Also, wie ihr vielleicht wisst, ich mache so wissenschaftliches Rechnen und die meiste Zeit des Tages programmiere ich, das war C++. Und im Gegensatz zu den meisten Projekten, die es im wissenschaftlichen Rechnen so gibt, versuche ich tatsächlich, modernes C++ zu schreiben. Also, C++ 11 und weiter. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch vielleicht einfach mal ein bisschen, was das C++ 11 so anders macht, als das C++, was man so standardmäßig vorher geschrieben hat und was man zu meinem Erschrecken tatsächlich auch immer noch in den Einführungsvorlesungen an vielen Unis gelehrt bekommt. Ich werde nicht wirklich viel erzählen können, das mal gleich vorweg. Ich werde viele Dinge einfach nur anreißen. Also wenn es euch interessiert, guckt es euch einfach näher an. Es hat sich wirklich viel getan. Vielleicht mal das Wichtigste, also wie ich finde, das Wichtigste zuerst, und zwar eins der neuen Konzepte, die C++ eingeführt hat, ist, es hat mehr Ampersands. Also früher konnte man so Dinge machen wie sowas da. Referenz gleich i, ne? Das ist im Prinzip eine konstante Referenz. Und dann konnte man sowas machen. Das war eine nicht konstante Referenz. Jetzt gibt es noch was, das nennt sich Move. Also sowas hier, das wird vermutlich jetzt gleich einen Fehler geben. Aber diesen Typ gibt es. Also dieses Ding hier und dieses da sind jeweils unterschiedliche Typen. Das hier ist ein normaler Integer. Das hier ist eine sogenannte L-Value-Referenz und das ist eine sogenannte A-Value-Referenz. Also beides sind Referenzen. Man fragt sich vielleicht, worin unterscheiden die sich? Nun, der entscheidende Punkt ist, dass eine L-Value-Referenz auf der linken Seite eines Assignments stehen kann. Ja, also so ein x gleich ist immer ein Assignment. Eine L-Value kann da links stehen, deswegen gibt es hier keinen Fehler da. Deswegen gibt es hier einen Fehler. Die Frage ist natürlich, für was braucht man das? Nun, ein A-Value kann aber auf der rechten Seite von einem Assignment stehen. Das heißt also, in gewisser Weise ist es eine Referenz, die nur dann funktioniert, wenn man von ihr irgendwelche Daten entgegennimmt. Ja? Das wird dementsprechend von der Bibliothek an vielen Stellen, also wird von C++ Standardbibliothek an vielen Stellen verwendet, um sozusagen ja, zu signalisieren, dass die Daten in irgendeiner Weise entgegengenommen werden und das Original dann nicht mehr valide ist. Ja? Um das mal zu zeigen, würde ich dann tatsächlich in ein anderes Programm wechseln. Ich wollte euch erstmal eigentlich nur zeigen, was es mit diesen zwei Ampersands auf sich hat. Dann mal zur Anwendung. Das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Und zwar genau, und zwar das war nicht gewollt. Warum gibt's denn? Ah! Sollte seinen Source-Datei einen sinnvollen Namen geben. Und zwar, was tatsächlich hin und wieder mal vorkommt im Programmieren, ist, dass man irgendwie eine Art von Generator hat, der einem in irgendeiner Form ein Objekt oder ein Setup jeglicher Form auch immer erzeugt und im weitesten Sinne einfach eine Source von irgendwelchen Sachen. Und dann hat man einen Sink, also irgendwas, was die Daten konsumiert. Das heißt, man weiß ganz genau, wenn ich hinter dieser Zeile bin, an der Stelle hier, werde ich dieses Seek, diese Sequenz, nie wieder brauchen. Das heißt also, ich weiß im Prinzip Daten, es gibt Daten, die einmal da sind, auf die ich referenzieren muss, die ich konsumieren will, die ich aber danach nicht wieder brauche. Und dafür sind genau diese R-Value-Referenzen da. Ja? Also in gewisser Weise, wenn ich so eine Sequenz hier habe und sie an diese Funktion weitergebe, sage ich, du hast jetzt Kontrolle über diese Daten. Also eine R-Value-Referenz ist immer eine Weiterleitung von einem Konzept, das nennt sich Ownership. Also derjenige, der die Daten, dem die Daten gehören, der kann die Daten dann einfach auch zerstören. Ja? Schauen wir mal kurz hier rein. Also wie könnte man sowas machen?
Ich hatte ja schon gesagt. Das sehen wir gerade noch nicht. Wir müssen nicht auf die Ja, also ich hab jetzt hier eine Sequenz und hier drin wird mit der irgendwas gemacht. Prinzipiell zum Beispiel könnte ich jetzt einfach der Sequenz hier tatsächlich, die Sequenz jetzt in ein anderes lokales Objekt kopieren oder lokales Objekt legen und könnte dann hier darauf zugreifen und damit Dinge tun. Der entscheidende Punkt ist, hier wird sie wie gesagt erzeugt und hier drin sieht das zunächst mal so aus, als wie würde sie kopiert werden. Ja? Also ihr seht auch, hier kommt so eine R-Value-Referenz rein und die wird hier als Argument für den Konstruktor von dieser lokalen Variable übergeben. De facto ist das aber keine Kopie. Und der Grund, warum das keine Kopie ist, genau das liegt an diesem R-Value. Und weil das eben so eine R-Value-Referenz ist, weiß der Konstruktor an dieser Stelle, also der Konstruktor der Variable lokal, an dieser Stelle, nachdem ich fertig bin, muss in dem Ding hier eigentlich überhaupt nichts mehr drinstehen. Ja. Also, um ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt diese Sequenz ein Objekt wäre, was in irgendeiner Form Daten enthält, also beispielsweise einen Pointer auf irgendeinen allokierten Speicher, auf einen Heap, dann könnte dieser Copy-Konstruktor, der speziell für dieses Move, für diese R-Value-Referenz fungiert, könnte dieser R-Value-Copy-Konstruktor dann einfach hingehen und den Pointer übernehmen. Also er müsste nicht die Daten kopieren. Ja? Weil klar ist, dass nach diesem Ausführen dieser Zeile, dass die R-Value-Referenz keinen validen Zustand mehr haben muss. Ja. Ich weiß nicht, ob das ganz klar wird. Ja, richtig. Aber der entscheidende Punkt ist, dass du auf diese Art und Weise Daten weiterreichen kannst, auch auf eine sichere Art und Weise. Ja? Also im Prinzip ist durch den Code an der Stelle klar, was passiert. Ja, also, ja klar, das ist halt Benefit des explizit machst. Genau. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt hier in meinem Code es einfach nur so schreiben würde, gibt es direkt einen Fehler. Der Grund ist, diese Funktion braucht eben so eine R-Value-Referenz und an der Stelle ist dem Programm beim Kompilieren noch nicht unbedingt klar, ob dieses Sequenzobjekt tatsächlich am Ende nochmal benutzt wird oder nicht. Das heißt, ich als Programmierer muss mit einer kleinen Hilfsfunktion, die heißt eben Standard Move, dem Compiler explizit sagen, hey, an der Stelle ist mir egal, was danach damit passiert. Ich gebe die Daten einfach weiter und bin dann fertig. Ja, also ich bin an der Stelle fertig mit der Überlegung. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Sequenzobjekt zugreifen würde danach, ist nicht definiert, was passiert. Also das ist auch ganz wichtig. Da kann manchmal passiert doch einfach gar nichts. Also du kannst es nochmal reinschauen, das kompiliert dann, aber... Das wird vermutlich auch kompilieren, ja. Das wird kompilieren, es wird einen Runtime-Fehler geben, möglicherweise muss es aber nicht. Weil prinzipiell muss zum Beispiel auch nicht jedes Objekt so einen Move-Konstruktor überhaupt haben. Also an der Stelle hier wird der Move-Konstruktor aufgerufen, weil man von so einer R-Value-Referenz kommt. Für den Fall, dass es diesen Move-Konstruktor nicht gibt, sondern es nur den normalen Copy-Konstruktor gibt, der eben eine konstante Referenz nimmt, dann ist das überhaupt kein Problem, weil man jede R-Value-Referenz in eine L-Value-Referenz casten kann. Ja, die Idee ist natürlich klar, eine L-Value-Referenz kann auf der linken Seite von einem Assignment stehen, aber auch auf der rechten. Das heißt, die ist sozusagen ein Superset. Das heißt also, für den Fall, dass ich aus irgendwelchen Gründen keine Optimierung dafür habe, funktioniert das trotzdem. Genau, das vielleicht mal als Einblick für die Moves. Das Ganze ist ziemlich tief in der Standardbibliothek verankert. An vielen Stellen muss man allerdings, also es wird sehr selten vorkommen, dass man tatsächlich eine Funktion schreibt, die so eine R-Value-Referenz braucht. Ist zumindest meine Erfahrung aus der Praxis. Was in der Praxis sehr viel häufiger vorkommt, ist, dass wenn man zum Beispiel eine Klasse definiert, man nicht nur einen normalen Copy-Konstruktor schreibt, sondern auch einen Move-Copy-Konstruktor. Der Grund ist, wenn es beide gibt, kann der Compiler an vielen Stellen automatisch auswählen, welcher der richtige und der sinnvolle ist. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Und wenn man explizit weiß, man möchte die Daten sowieso weiterreichen, dann macht man das entsprechend durch so einen Move. Tut man das einfach durch so einen Move ausdrücken. Ja. Per Default haben alle Klassen sowohl den normalen Copy-Konstruktor als auch den Move-Copy-Konstruktor, außer unter verschiedenen Umständen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will. Aber normalerweise sind diese Sachen einfach auch da. Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal gleich die Definition von einer Sequenz anschauen, die ist im weitesten Sinne ein Standard-Vektor. Ich erkläre gleich warum. Aber die ist im weitesten Sinne ein Standard-Vektor und ein Standard-Vektor hat das natürlich implementiert und dementsprechend würde beispielsweise dieser Code hier funktionieren und würde keinen zusätzlichen Speicher allokieren und würde de facto auch, eigentlich wäre der wahrscheinlich gar nicht mehr da am Ende. Ja? Weil dieser Move ist eigentlich nur ein weiterreichendes Objekt, was der Compiler komplett rausnimmt. Ja, das heißt also, ich kann damit zum Beispiel, ich kann damit einfach bequemer arbeiten, in gewisser Weise. Also ich kann zum Beispiel jetzt, ich kann damit bequemer arbeiten. Was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, gerade der Move ist für, in meinem Fall, ich mache viel mit linearer Algebra, ist das sehr wichtig und sehr hilfreich. Beispielsweise das klassische Problem ist, ich möchte zwei Matrizen addieren. Ja? Dann habe ich im Prinzip zwei Objekte, die sehr groß sind und beide im Speicher liegen. Und wenn man einen so einen Additionsoperator, ich skizziere das jetzt einfach mal nur, wenn man so einen Additionsoperator derartig implementiert, und dann die Addition durchführen will, dann muss man ein Objekt zurückgeben. Das heißt, das Erste, was man in aller Regel macht, ist, man muss tatsächlich hier sich so ein Objekt erzeugen, der passenden Größe. Ja. Das heißt, dass im Prinzip jedes Mal, wenn dieser Additionsoperator aufgerufen wird, vorausgesetzt der Compiler optimiert es nicht raus, wird halt im Prinzip die komplette mindestens einmal eine komplette Matrix kopiert. Und das ist natürlich nicht gerade sehr sinnvoll. Und wie man da herumkommt, ist im Prinzip durch diesen Moves, und zwar einfach deswegen, weil es gibt ja jetzt sowohl den normalen Copy-Konstruktor als auch den Move-Konstruktor. Das heißt, wenn ich diese Sache hier mache und es ist möglich, das erste Argument nicht zu kopieren, sondern durch einen Move dahin zu verschieben an diese Stelle, dann wird das automatisch gemacht vom Compiler an vielen Stellen. Das heißt also, wenn ich das Ganze so implementiere und dann habe ich im Prinzip über diese Matrix M bereits meine Kopie lokal vorhanden und kann darauf tatsächlich arbeiten und kann die dann ganz am Ende auch zurückgeben. Ja. Janus, oder? Keine Frage? Ja? Wie weiß ich, dass meine Matrix M jetzt, die ich hereingegeben habe, keine validen Daten mehr enthält? Nicht mehr die, die ich ursprünglich reingegeben habe? Gar nicht. Also das ist einfach eine, also im Prinzip, es muss nicht mal... Es ist implizit, genau. Es muss nicht mal so sein. Ja gut, du sagst, es stimmt, aber der entscheidende Punkt ist ja, du musst ja explizit, also wenn du das möchtest, dass die Daten mit dem Move weitergegeben werden, musst du das explizit schreiben. Ja? Du musst explizit schreiben mit den zwei und, mit den zwei FSS. Du musst explizit diese Move-Funktion hier aufrufen, implizit einen Cast in den A-Value macht. Mm. Ja? Wenn du das nicht machst, dann haben wir ja vorhin gesagt. Okay, das ist schon explizit. Aber es ist trotzdem noch valide danach auf Sequenz, also auf... Nein, wenn ich jetzt hier auf Sequenz zugreife und zum Beispiel Value habe ich, glaube ich, implementiert. Hoffentlich, ja. Oder so irgendwas mache, dann kann alles passieren. Theoretisch ein Segfault, das kann aber auch... Aber das macht nicht der Compiler, der sagt. Der Compiler sollte sagen, das ist... Nein, das ist zur Runtime. Ups. Ich verstehe nicht ganz, wenn es ein Move ist, dann sollte er zumindest warnen. Ich glaube nicht, dass er das tut. Aber du benutzt GCC oder? Klar. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass er das tut, ehrlich gesagt. Vielleicht täusche ich mich jetzt sehr, aber ich hatte auch schon den Fall, dass ich das tatsächlich gemacht habe und das hat funktioniert. Kannst du bestimmt anschalten, dass er das macht. Ah, wahrscheinlich. Denkbar.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist, dass man diese Moves eigentlich nur sehr selten explizit verwendet, sondern an vielen Stellen macht man das jetzt implizit. Weil, also passiert das einfach implizit, von daher ist es gar kein so großes Problem. Also meiner Meinung nach ist das nicht. Na gut, jetzt haben wir uns da deutlich länger aufgehalten, als ich es eigentlich wollte. Das nächste, was ich mir mal anschauen wollte, also die nächste große Sache, die C++11 gebracht hat, ist Managed Pointer oder Smart Pointer. Die Idee dahinter ist, dass normale C-Pointer natürlich sehr hässlich sind. Man kann mit ihnen im Prinzip alles machen. Sie haben überhaupt keine, also ich meine, denk jeder, der schon mal C oder C++ programmiert hat, hat schon mal das Problem gehabt, dass er vergessen hat, den Pointer freizugeben, auf den Pointer zugegriffen hat, der gar nicht mehr valide ist und all diese Dinge. Und die Smart Pointer sind ein Versuch, der meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert, mit diesem Problem Herr zu werden. Die Idee ist, dass man noch die möglichst volle Flexibilität von Pointern hat und trotz allem eine Art von Storage Management und Garbage Collection, wie man es aus anderen Sprachen kennt. Also Java, ne, sage ich jetzt. Die Idee ist, dass man beispielsweise hier Shared Pointer verwendet. Ein Shared Pointer ist ein Objekt, das in sich drin tatsächlich einen echten C-Pointer hat und das zudem einen Count enthält, wie viele Leute eine Referenz auf diesen Pointer haben. Ja? Und wenn dieser Count 0 ist, wird der Speicher freigegeben. So einfach ist die ganze Sache. Reference Count. Ja, Reference Count. Also ein Reference Count und Pointer. Und ein Shared Pointer kann durch die Gegend kopiert werden, das heißt, beliebig viele Leute können das haben. Man kann auch rausfinden, wie viele Leute das haben. Das heißt also beispielsweise, wenn man tatsächlich sowas verwendet, kann man auch Optimierungen machen für den Fall, dass man der Einzige ist und solche Geschichten. Ja, und er ermöglicht halt insgesamt komplexere Konstrukte im Speicher zu halten und sich nicht so viel Gedanken machen zu müssen, wie sie das Ganze jetzt aus beim Aufräumen. Ein Beispiel, das ich mir jetzt mal ausgedacht habe, ist einfach eine Art Struktur von Personen, ein Familienstammbaum, wie auch immer. Also gibt es einfach eine Person, die hat einen Namen, die hat irgendwie über den Shared Pointer eine Referenz zum Papa, zur Mama und möglicherweise könnte das, wenn das die Roots sind von unserem Baum, kann das ein Null-Pointer sein, sprich, das sind dann halt einfach Referenzen ins Nichts. Und es gibt zum Beispiel Brüder und Schwestern, ich habe jetzt einfach mal den Fall, dass es nur jeweils maximal einen Bruder oder eine Schwester gibt, einprogrammiert, anders war mir jetzt zu kompliziert. Und dann gibt es so einen Konstruktor. Eine Kleinigkeit, die man vielleicht hier auch, die man vielleicht bemerken sollte, ihr merkt, beim Konstruktor gibt es hier auch geschweifte Klammern, das ist neu, das geht seit C++11, das nennt sich Uniform Initialization. Also man ist tatsächlich aus verschiedenen Gründen abgewichen davon, beim Initialisieren die normalen Klammern zu verwenden, sondern man verwendet jetzt geschweifte Klammern. Kann ich vielleicht später noch genauer darauf eingehen, warum das so ist. Es tut in aller Regel immer genau dann zu Problemen führen mit den runden Klammern, wenn es Funktionen gibt, die den gleichen Namen haben wie eine Klasse, was prinzipiell möglich ist in C++, wenn sie beispielsweise in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Namensformen sind. Denn das Problem ist, dass die Funktion die höhere Präferenz hat und dann einfach aufgerufen wird beim Konstruieren der Klasse, weil das beides runde Klammern sind und deswegen äquivalent ist. Ja. Und mit der Tatsache, dass man jetzt Objekte auch in geschweiften Klammern mit der Uniform Initialization initiieren kann, kommt man da drumherum, dass das für Funktionsaufrufe nicht funktioniert. Gut, also das ist die Personsklasse. Dann gibt es eine Construct-Funktion, die im Prinzip unseren Stammbaum aufbaut. Die macht im Prinzip nichts anderes als eine Hilfsfunktion namens MakeShared aufzurufen. Diese Hilfsfunktion macht im Prinzip nichts anderes, als die Argumente, wie sie ihr übergeben werden, in genau der Reihenfolge an die Konstruktoren, in dem Fall der Person-Klasse, weiterzugeben. Ja. Das Ganze funktioniert über Moves, das heißt, hier gibt es keine Kopien. Ja. Diese Objekte, so wie sie hier liegen, werden einfach über einen Move hieran weitergereicht. Das nächste, was vielleicht an der Stelle auffällt, ist das Auto-Keyword. Das Auto-Keyword ist in C++11 eingeführt worden, an Stellen, wo man automatisch, also um zu ermöglichen, dass der Compiler automatisch den Typ einer Variable inferiert.
Ja, inferiert, ja, genau. Das ist an der Stelle natürlich möglich, weil die StandardMakeShared-Funktion, naja, was wird die wohl tun? Die gibt einen Shared-Pointer von Person zurück. Und wenn ihr euch mal die Alternative überlegt, die Alternative wäre zu schreiben, StandardSharedPerson, Mom ist gleich dieser ganze Klumbatsch hier. Und allein schon, wenn man sich diesen String hier und diesen String hier anschaut, stellt man fest, dass das ziemlich ähnlich ist. Jetzt meckert er hier. Ah, Shared Pointer, genau. Ich habe Unterstrich Pointer vergessen. Ja. Genau. Also es ist irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Und es gibt auch viele Stellen, an denen der Typ eigentlich ganz egal ist. Also wir kommen vielleicht nachher noch zu einem Beispiel. Iteratoren ist der Klassiker. Also der Iterator hat für jeden Container und jedes Template und jede Struktur einen anderen Typ. Aber eigentlich ist einem der Typ von den Dingen ja scheißegal, weil die haben alle das gleiche Interface und dann tun sie halt, was sie tun. Und da ist das Auto-Keyword ein richtiger Segen, denn wenn einem der Typ sowieso egal ist, dann kann der Compiler ja auch den automatisch rausfinden. Das Auto-Keyword hat auch ein paar Nachteile. Also ich habe selbst das auch schon gemerkt, wenn man viel Auto verwendet, dann und gerade an Stellen, wo nicht unbedingt klar ist, was der Typ von einem Rückgabewert ist. Also stellt euch mal vor, ich hätte jetzt sowas hier. Ja, was für ein Typ hat man? Also ich meine, das ist total okay, das kompiliert, aber es ist halt nicht wirklich sehr, ja, nicht sehr explizit. Und das ist halt einer der Fallen. Das heißt, im Prinzip so die Guideline ist immer dann, wenn man klar weiß, was der Rückgabetyp von einer Funktion oder von irgendeinem Ausdruck ist, ist Auto zu verwenden sinnvoll. An anderen Stellen sollte man es explizit machen. Ja? Da solltet ihr deine Entwicklungsumgebung auf Anfrage sagen, was im Moment der hergeleitete Typ ist. Ja, das geht auch. YouCompleteMe kann das auch. Ich weiß, ich vergesse immer wie, weil ich es ehrlich gesagt selten brauche. Aber ja, es geht. Also die meisten Entwicklungsumgebungen können das. Ja, das stimmt. Gut, okay. Also, was machen wir? Wir erzeugen uns einen Shared Pointer auf Mami, einen Shared Pointer auf Daddy. Dann haben wir zwei Kinder. Und beim ersten erzeugen geben wir Sibling Null Pointer, kennen wir noch nicht. Beim zweiten erzeugen können wir dem Child 2 einfach Child 1 geben. Und dann nachträglich gehen wir noch hin und tun bei Child 1 das Sibling auch auf Child 2 setzen. Ja? Das heißt, jetzt haben wir hier im Prinzip nur, also ihr könnt euch das relativ gut vorstellen, denke ich. Wir haben Mami und Papi und dann haben wir einfach zwei Kinder und dann gibt es untereinander alle möglichen Vernetzungen. Und über die Pointer könnten wir problemlos von einem Objekt zum nächsten kommen und so weit, so gut. Und die Idee ist natürlich, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel hier mit unserem in der Main-Funktion, mit dem Konstrukt, sich dieses ganze Objekt, diesen Baum erzeugt, dann kann man irgendwas damit machen. Zum Beispiel könnte ich natürlich auch Child 1, Mother und dann Name aufrufen. Das Ganze ist valide und das Ganze wird kompilieren. Hoffe ich. Ich finde es interessant, dass beim Wechseln des Tabs die Fenstergröße sich ändert. Oh ja. Ach ja, ich glaube, ich nehme beim nächsten Präsentieren die 3. Habe ich die Probleme nicht. Main.cpp, genau, das war die Klasse, glaube ich. Ne, das war nicht die Klasse. Main-Pointer, genau. Oh, das ist ja spannend. Das ist C++. Das wundert mich jetzt ein bisschen, bin ich vielleicht im falschen Ordner. Okay, ich wechsle den Tab. Und ich das ist der falsche Klammer. Ah, ich weiß, glaube ich, den Fehler. Ah ja, ich habe es. Ups. Ja. Es war ein Wort falsch. Offensichtlich, ne? Aber sofort gesehen, klar. Ja. Na gut. Okay, also der entscheidende. Oh. Jetzt bin ich allerdings auch verwundert. Main-Pointer. Ah, okay. Gut, dass ihr die Übersicht behalten.
Ja, also es funktioniert. Nach ein bisschen rumtricksen. Genau, also wir haben den Namen von unserem Child und dann hier das Ganze auch. So, jetzt, also hat jemand ein Problem erkannt? Denn da gibt es ein Problem mit diesem Code. Ja? Also ein Problem ist auf jeden Fall so eine Art Maintenance-Problem, weil du musst halt manuell diese Verknüpfung umsetzen. Ja, okay. Einverstanden. Ja, das war jetzt nur, weil ich wollte natürlich den Code sehr simplistisch halten. Das stimmt. Man könnte da sich komplexere Sachen überlegen, wo man natürlich auch iterieren kann, wieder über die Stammbäume und verschiedene Sachen automatisieren. Ja, das ist klar. Aber ich meine jetzt, also dieser Code, so wie er da ist, enthält ein Speicherproblem. Ein echtes Speicherproblem. Ja? Also ich sehe nicht wieder frei, was du da... Doch, ich gebe den Speicher frei. Implizit. Und zwar, also was genau meinst du? Vielleicht meinst du auch das Richtige. Aber also der Punkt ist, die Idee hinter dem Sharepointer ist natürlich, dass hier hinten irgendwo dieses Child-Objekt freigegeben wird und dann natürlich auch durch das Reference-Counting alles andere freigegeben wird. Ja, also ich muss nicht explizit den Speicher freigeben, weil wenn hier hinten Child nicht mehr existiert, dann sagt er, okay, beim Child-Pointer ist der Reference-Count jetzt auf 0, also gehe ich einfach meinen Destruktor durch, zerstöre das da, zerstöre das und so weiter. Und damit habe ich natürlich auch ein Update beispielsweise auf den Reference-Count von der Mother, der dann auch 0 wird, damit wird dann die Mother zerstört und so weiter und so weiter. Ja? Das ist der Gedanke. Ja? Und Child 1 und Child 2 referenzieren sich gegenseitig. Richtig. Das heißt, die werden die 0. Absolut korrekt. Zyklische Referenzen. Zyklische Referenzen sind bei Shared Pointern ein echtes Problem, wie man mit Wolfgang sehr schnell rausfindet, sind hier indirectly lost und definitely lost. Ja? Der Block hier könnt ihr ignorieren, das ist ein Problem mit Wallgrind. Den kriegt man immer. Frage? Ja. Warum nimmst du Wallgrind und nicht den Memory Sanitizer von Clang? Weil ich den bisher noch nicht verwendet habe. Aber okay. Das würde mich interessieren, wie das geht. Wallgrind ist ungefähr Faktor 10 langsamer und der Memory Sanitizer nur Faktor 2. Okay, wenn der die Fehler auch findet, dann bin ich interessiert dran. Der findet ja oft sogar die Ursache. Zeigt dir, super. Also je nachdem, was du für eine Entwicklungsumgebung hast, zeigt er dir die bis zu der Ursache im Code die Zeile an. Okay. Das ist ganz hilfreich. Interessant. Ja gut, also der entscheidende Punkt ist, wir haben hier ein Problem. Das Problem ist, wie gesagt, diese zyklischen, also ist wie schon festgestellt, die zyklischen Referenzen. Dafür gibt es einen Ausweg. Der Ausweg nennt sich Weak Pointer. Die Idee ist, ein SharePointer enthält einen Reference Count und eine Form von Ownership. Ja? Das heißt also, der Pointer, der in diesem Objekt hier steckt, wird von allen SharePointern, die auch diesen Pointer haben, der gehört denen. Wenn keine von denen mehr da sind, der Reference Count auf 0 geht, wird der Pointer aufgeräumt. Weak Pointer hingegen tun den Reference Count nicht erhöhen. Das heißt also, bei Weak Pointern gibt es zwar eine Referenz auf das Objekt und man kann damit arbeiten, aber es wird der Use Count nicht erhöht und es hat in dem Sinne keine Ownership. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass einem Weak Pointer das Ziel wegstirbt. Also es kann passieren, wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Shared Pointer und ich habe einen Weak Pointer, und ich lasse den Weak Pointer auf das gleiche Ziel des Shared Pointers zeigen und der Shared Pointer geht out of scope und wird zerstört, stellt er fest, okay, der Use Count ist 0, damit zerstört er das tatsächliche Objekt und der Weak Pointer guckt ins Leere. Aber das ist kein Problem. Warum? Weil der Weak Pointer intern einen Flag hat, das sagt valide, nicht valide. Und in dem Moment, wo das Objekt, das der Shared Pointer, zu dem der Weak Pointer gehört, wegstirbt, und der Weakpointer ins Leere zeigt, wird das Flag auf Invalide gesetzt. Und das ist was zu einer sinnvollen Runtime-Exception führt, beziehungsweise man als Programmierer sogar abfangen kann. Also der Weakpointer hat, wenn ich mal in irgendeine Codestelle gehe und du siehst, zum einen kann man ein Locking machen. Das heißt, man kann im Prinzip verhindern, dass einem der Weakpointer wegstirbt und wenn man ihn gerade braucht und was jetzt auch aus irgendwelchen Gründen noch nicht angezeigt wird, aber er hat auch eine Funktion, mit der man überprüfen kann, ob er einfach valide ist. Und wenn er nicht valide ist, kann man nicht.
Und das Schöne ist, dass ein Weak Pointer und Shared Pointer sich gut ergänzen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich einen Shared Pointer auf einen Weak Pointer kopiere oder ihn einfach assigne, wird das Richtige getan. Das heißt, das Einzige, was ich in dem Fall jetzt machen musste, ich musste hier zweimal Shared durch Weak ersetzen und jetzt funktioniert alles richtig, idealerweise. Gehen wir mal. Ja, also wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, stimmt. Mhm. Ja, das ist kein Problem. Weil das ist ein Shared Pointer und der Shared Pointer wird hier auf den Weak Pointer kopiert und das ist kein Problem. Das sollte passieren, das sollte eigentlich funktionieren. Und das hat auch funktioniert, weil ich das gleiche nämlich eigentlich vorhin gemacht habe. Hast du nicht zufällig irgendwo in deinem Git Repository? Nee, noch nicht. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber ich habe... machen wir mal. Ich habe ja die fertige Version in meinem manuellen Versionskontrollsystem gespeichert. Okay, spannend. Jetzt bei dir ist alles fest. Okay, das sieht für mich ziemlich identisch aus. Okay, ich finde den Fehler, glaube ich, jetzt nicht. Das ist nicht gerade. Einziger Unterschied war diese Zeile Code, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Unterschied macht. Der Kommentar war sicher schuld. Ja, der Kommentar war schuld, mit Sicherheit. Der Fit ist richtig, bitte. Kannst du das andere noch kompilieren, so als Gegenfrage? Ja, wahrscheinlich. Du meinst, wahrscheinlich ist nicht die Antwort, die du hören willst. Du hast doch noch dein 10. Nicht da drin. Nee, das ist ja spannend. Ich habe zwischendrin Pakete geupdatet. Hätte man vielleicht nicht machen. Na gut, also rein theoretisch funktioniert es. Wie man offensichtlich sieht. Na gut, ich will dich jetzt auch nicht zu lange damit aufhalten. Ich gucke nachher mal, wo uns liegt. Das kann eigentlich kein zu großer Fehler sein. Aber von der Theorie her ist es gut. Noch ein abschließendes Wort. Es gibt noch den Unique Pointer. Der Unique Pointer hat den Unterschied, dass er deutlich schneller ist als der Shared Pointer. Der hat nämlich keinen Reference Count, denn er ist im Prinzip ein Wrapper um einen Pointer rum. Die Idee dahinter ist, wenn man für zum Beispiel irgendwelche Klassen lokal dynamisch Speicher reduzieren will, dann muss man sich keine Gedanken darum machen, irgendwo ein Delete aufzurufen, weil der das automatisch macht. Also im Prinzip heutzutage gibt es eigentlich unter C++11 keinen Grund mehr, mit Pointern wirklich zu arbeiten, weil es gibt einfach für jeden Use Case irgendeinen Wrapper, der einen Arbeit annimmt und der dafür sorgt, dass man weniger Fehler macht. Das ist ein bisschen der Gedanke. So. Ist schon eine halbe Stunde rum und ich habe euch gerade mal einen Bruchteil von dem gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich glaube, wir gehen mal durch den fertigen Code durch von dem anderen Beispiel, was ich euch noch zeigen wollte. Der hoffentlich diesmal kompiliert. Vielleicht auch nicht. Too many errors. Ah, ich weiß auch warum. In dem Fall, weil ich nämlich C++14 inzwischen reingebaut habe. Yay! Ich hab nicht gedacht, dass das jetzt funktioniert. Okay. Also, das sind nochmal die Sequenzen. Und zwar schauen wir uns erstmal die Definitionen vielleicht kurz an. Denn C++ bringt ein paar kleinere
aber echt sehr feine Erweiterungen. Eine Sache ist das Static Assert. Static Asserts sind dafür da, um ähnlich wie Assertions verschiedene Bedingungen zu überprüfen, mit dem Unterschied, dass sie aber zur Compile-Zeit überprüft werden. Ja? Daneben gibt es die Type Traits. Das sind Klassen, Hilfsklassen, Structs, die verschiedene Dinge überprüfen. Also beispielsweise so Sachen wie, gibt es diese Methode in der Klasse? Im Sinne, oder ist diese Klasse zum Beispiel ein Integer-Datentyp? Oder ist diese Klasse abgeleitet von irgendeiner anderen Klasse? Und all diese Dinge. Das heißt, es checkt statische Typinformationen von einem speziellen Typ im Verhältnis zum anderen. Ich komme gleich zu dir. In dem Beispiel hier habe ich zum Beispiel die isScaler, also Standard isScaler-Struct verwendet, der hier in dem Value true oder false zurückgibt, wenn das ein sogenannter skalarer Datentyp ist. Dazu zählen Integer und noch so ein paar andere. Also alle Zahlenwerte und noch so ein paar andere. Und man kann damit im Prinzip überprüfen, an der Stelle ist der Template-Datentyp, der hier reinkommt, sinnvoll. Man kann das Ganze sogar noch weiter treiben und kann dafür sorgen, dass manche Funktionen nur funktionieren und vorhanden sind, wenn so eine Bedingung erfüllt ist. Das heißt, ich könnte zum Beispiel so einen generischen Container basteln und erlauben, dass irgendwie eine füg 3 oder addiere 5 Funktion nur dann funktioniert, wenn das T tatsächlich nur ein Skalar ist. Also man kann abhängig von dem tatsächlichen Typ unterschiedliche Funktionalität auch unter dem gleichen Interface, unter dem prinzipiell gleichen Interface zur Verfügung stellen und das Ganze wird zur Compile-Zeit überprüft und gibt unter Umständen sinnvolle Fehlernachrichten, denn ich als Programmierer kann natürlich hier auch was Sinnvolles reinschreiben. Also ja. Das sind Reflexions- oder Introspektionsmechanismen zur Compile-Zeit. Ja, im Prinzip. Genau. Einfach so Checks im weitesten Sinne. Also ich benutze es viel einfach über so Checks. Also das Problem, also meistens benutzt man ja generisches Programmieren, wenn man tatsächlich möchte, wenn man die Kosten von einem Virtual Function Call vermeiden möchte. Ja? Also Virtual Function Call, ich weiß nicht, ist euch ein Begriff oder soll ich dazu vielleicht einen Satz sagen? Also ein Virtual Function Call ist immer, wenn ich in C++ Sachen überladen möchte, sodass ich quasi von einer Referenz der Basisklasse nicht die Funktionalität der Basisklasse aufrufe, sondern die der abgeleiteten Klasse. Das ist ein häufiges Problem. Ich habe irgendwie ein Basisobjekt und in dem habe ich ein Interface vorgegeben, aber mein tatsächliches Objekt macht irgendwas anderes damit. Genau, dann muss ich ja auch mit Referenzen oder möchte ich auch mit Referenzen oder Pointer auf die Basisklasse Funktionalität aus der abgeleiteten Klasse ausführen können. Und um das möglich zu machen, gibt es eine Table, die sogenannte V-Table, die im Prinzip also einfach ein Counting und die Optionen enthält, die zur Verfügung stehen und welche abgeleiteten Klassen es gibt. Genau. Das wird zur Laufzeit gemacht. Genau, das Ganze wird zur Laufzeit gemacht und deswegen kostet es Zeit. Um das zu vermeiden, kann man generisch programmieren, indem man die zusätzliche oder veränderte Funktionalität über solche Template-Argumente weiterreicht. Ja, und das Problem dabei ist, dann hat man aber kein Checking. Also man kann halt nicht überprüfen, ob diese Argumente, die hier reinkommen, das richtige Interface haben zum Beispiel. Das gibt dann ganz hässliche Fehlermeldungen. Und um diese Fehlermeldungen zu vermeiden, kann man auch Static Asserts verwenden, weil man kann zum Beispiel überprüfen, ob dieser Typ, der reinkommt, von der richtigen Basisklasse abgeleitet wurde. Und darüber, in der Basisklasse, kann man dann allerdings wieder irgendwelche Interfaces erzwingen und solche Geschichten. Das heißt, darüber kann man generischen Code schreiben, der trotzdem eine Art von Interface-Checking enthält. Genau. Jo. Also, der Container, Static Assert, und er enthält hier einfach so eine Value. Dann, das eine nächste ziemlich praktische Sache ist, TypeDefs kennt ihr vielleicht. Also ich kann natürlich einfach den Typ umbenennen mit TypeDefs. Das Problem ist, die sind nicht generisch. Also ich kann, wie ihr seht, nicht einfach irgendeinen T nehmen, sondern ich muss einen konkreten Typ nehmen. Also ein Int oder eben sowas wie Container Int. Ich kann hier nicht Container T verwenden. Wenn ich es aber trotzdem möchte, also trotzdem so eine generische Umbenennung machen möchte, dann gibt es dafür das Using Statement. Oder ja, das sind Type-Aliases. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Typ Sequence, der templatisiert ist und der aber in Wahrheit Standard Vector Container von diesem templatisierten Typ ist. Also im Prinzip ist das eine Verallgemeinerung von TypeDefs auf generische. Also das. Sorry? Wie würde man das
Ich will jetzt nicht schreiben, aber ein Sequence. Genau, du schreibst einfach. Int. Und das Ding ist eigentlich jetzt ein Standard Vector Container Int. Jo, und das habe ich hier zum Beispiel auch getan. Das ist nicht so wichtig. So, dann was kann man sonst noch so machen? Vielleicht ein Aspekt, der auch noch ganz nett ist, sind Range-Based For Loops und Initializer Lists. Und zwar, sehr häufig kommt es ja vor, dass man dass ich eine Datenstruktur erzeugen möchte, bei der ich schon relativ genau weiß, was da überhaupt drin sein soll. Ja, also der Klassiker wäre irgendein Vektor, wo ich weiß, welche Zahlen da drin vorkommen sollen, weil das sowieso eine Konstante ist. Und da kann man Initializer Lists verwenden. Das heißt, in dem Beispiel von der Sequence kann ich in dem Fall einfach sagen, Sequence Generator und dann beispielsweise 1,4 und so weiter. Da fehlt noch eine Klammer auf und das war's. Und das hier ist eine sogenannte Initializer List. Wie bitte? Das Komma am Ende ist aber egal. Nee, nee, das kann er. Okay. Also man kann es auch weglassen. Ja. Na, also das heißt im Prinzip für Fälle, wo ich eigentlich schon relativ genau weiß, was meine Daten sind, kann ich damit relativ einfach die schon erzeugen. Und wie holt man die Daten? Also intern ist eine Initializer-List eigentlich nichts anderes als eine Menge an Pointern. Das heißt, das Ganze braucht tatsächlich auch keinen Speicher. Und das Ganze verweist auch auf den tatsächlichen Speicher, dieser Integer in dem Fall. Und wie man Daten da rausholt, ist beispielsweise über so eine Range-Based For-Loop. Das heißt, ich kann einfach schreiben for int i Doppelpunkt Initializer-List und dann loopt mir das einfach über alle Objekte, die in dieser Initializer-List drinstecken. Ich weiß, die Python-Leute denken sich jetzt, ja, und weiter. Aber in C ist das jetzt wirklich was Neues. Genau. Ja, und dann kann ich ja zum Beispiel damit dann einfach irgendwas machen. Ich könnte, wenn ich wollte, hier auch Auto hinschreiben. Wenn ich nicht will, keine Lust habe, den Return-Type mir selber zu überlegen. Der Nachteil bei diesem Auto ist, ein Auto ist immer eine Kopie. Also wenn ich in dem Fall Auto i mache, bedeutet das, dass ich die Elemente der Initializer-List zunächst mal lokal kopiere. Das ist bei Integers eigentlich egal, weil der Compiler das sowieso alles rausoptimiert, hoffentlich. Bei größeren Objekten wie Matrizen oder so würde man das nicht wollen, deswegen kann man dann Autoreferenz schreiben. Das erzwingt dann, dass der Typ, der inferiert wird, ein Referenztyp ist. Ich kann auch Automove schreiben. Geht auch, dann ist es immer ein A-Value, der inferiert wird. Oder ich kann Const-Auto-Referenz schreiben. Dann ist es immer eine konstante Referenz, die inferiert wird. Ja? All diese Dinge funktionieren und sind, also ich meine, wenn ich int schreiben muss oder auto, da ist es natürlich klar, dass ich int schreibe, weil es kürzer ist, aber ich meine, ich liebe Templates und viele Menschen tun das und wenn man halt so eine Template-Liste hat, die so viel Platz wegnimmt, dann schreibt man lieber auto. Ja, das ist im Allgemeinen der Konsens. Dann gibt es noch was Tolles, das nennt sich Deckel-Type. Ja, Deckel-Type macht im Prinzip, also benutzt auch die Type-Inference-Engine von C++ 11. Und zwar geht es hin und sagt, ich habe jetzt hier irgendeine Variable oder irgendein kompliziertes Konstrukt, zum Beispiel mit Using-Statements und so weiter, also mit irgendwelchen Aliasen. Und Deckel-Type holt dann da den richtigen Typ raus. Ja? Also in dem konkreten Beispiel habe ich hier eine generische Funktion, einen Funktor. Und der generische Funktor, dem übergebe ich ein Argument aus meiner Sequenz, also das hier ist hier noch nicht abgeändert, aber das ist im Prinzip einfach nur eine Sequence-T-Referenz. Also aus meiner Sequenz übergebe ich dem irgendwelche Argumente später und ich sage, okay, nimm einfach mal den Typ, der beim Rausholen des nullten Elementes aus dieser Sequence entsteht, stopf den in die Funktion rein, dann kommt da auch irgendein Typ zurück. Und der Typ, der da zurückkommt, das ist der Typ von Return Type. Das sagt das im Prinzip. Ja?
Was passiert, wenn die Sequenz leer ist? Gar nichts, es funktioniert trotzdem. Weil in dem Fall wird kein Code ausgeführt, das ist alles das, dieses Ding hier wird nie zur Laufzeit ausgeführt, das macht der Compiler. Okay. Das heißt, da geht es nur um Typen, da geht es nie um Daten. Was, also ich frage dir, was, nimm den Typ, der wäre wenn. Der wäre wenn, genau, richtig. Ja. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, oder vielleicht auch nicht, man kann Auto auch als Return-Type verwenden. Also in C++11 muss man da, also geht das nicht so einfach. Da muss man noch sowas hier schreiben. Warte mal, jetzt muss ich es richtig machen. Und zwar Sequence Return Type ist das, was zurückgegeben wird. Das heißt, in C++11 muss ich tatsächlich manuell das hier hinschreiben. Und dann im Prinzip hier hinten mache ich das gleiche nochmal. Und dann gebe ich das irgendwann, dann mache ich irgendwas hier, da kommen wir gleich noch zu. Und dann gebe ich es zurück. Ja, das heißt, das ist im Prinzip irgendwie doppelt gemoppelt. Deswegen hat man sich in C++14 überlegt, ja komm, lass. Ist egal. Das heißt, jetzt kann ich im Prinzip eine Funktion schreiben und der Return-Code der Funktion wird komplett durch den Kontext auch inferiert. Denken sich auch wieder die Python-Leute, so what, but, aber in der C++-Welt ist das wirklich relativ cool und neu. Das nächste, wo ich ganz kurz drauf kommen will, sind Lambdas. Das ist dieses Ding hier. Das da ist eine Funktion. Man sieht es vielleicht nicht, aber es ist eine Funktion. Die Lambda-Syntax ist im Prinzip immer, also wenn ihr ein Lambda zum Beispiel als Variable wollt, dann nimmt man meistens Auto, weil der Typ, der interessiert einen eh nicht und ich habe auch gar keine Ahnung, was der eigentlich ist. Weil man eigentlich immer Auto verwendet. Dann macht man so eckige Klammern, dann kommen die Argumente. Und dann kommt der Body. Also zum Beispiel A1 plus A2. Und dann ein Strichpunkt, fertig. Das ist ein Lambda. Und da wird immer der Return-Type automatisch inferiert. Manchmal gibt es halt auch, also das Tolle ist, ich habe jetzt hier so ein Plus-Lambda geschrieben. Das funktioniert jetzt für Integer. Da fragt man sich jetzt, ja, was ist jetzt, ich meine, manchmal will ich ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Double addieren. Und dann will ich den Code ja jetzt nicht 20.000 Mal schreiben. Das geht in C++ 14 tatsächlich leider nicht, 11 leider nicht, aber in 14 kann man dann auch Auto dahin schreiben. Kann man da auch T hinschreiben? Nee, das geht nicht. Das heißt, so kann ich jetzt hier im Prinzip jede Kombination von Typen reinstopfen. Und dieses Lambda gibt das Richtige zurück. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel ein Int und ein Double reintun und zurück käme dann auch ein Double. Weil Int plus Double wird der Int konvertiert und kommt ein Double zurück. Ja, es gibt noch ziemlich viele Dinge, über die man sprechen kann. Ja, bitte. Bei normalen Funktionen, also bei Lambdas werden ja eher so für kleine Funktionen genutzt. Da macht es ja öfters mal Sinn, das inline zu machen. Genau. Entscheidet der Compiler dann selber, ob er das inline macht oder eine extra Funktion auch macht? Oder kann man das tatsächlich auch selber steuern? Also du meinst im Prinzip, ob dieses Lambda geinlined wird? Genau. Das hängt davon ab, wie du es konstruierst. Also ich habe da tatsächlich mal ein Testprojekt geschrieben. Ein Lambda ist ein Typ. Also es ist ein Objekt, das hat einen gewissen Typ. Und wenn der Compiler zur Compilezeit diesen Typ kennt, dann ist der Aufruf eines Lambdas ungefähr so teuer wie ein Virtual Call. Das heißt also deutlich teurer als ein normaler Funktionsaufruf. Das hängt damit zusammen, dass Lambdas nicht geinlined werden können. Also außer der Kontext ist der gleiche. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, um nochmal zurückzukommen zu unserem Add-Lambda, wenn ich jetzt dieses Add-Lambda hier habe und sage jetzt hier einfach oder so, dann wird das natürlich geinlined. Aber in vielen Fällen willst du ja das Lambda weiterreichen. Und wenn die Funktion, an die du es weiterreichst, nicht geinlined wird, dann ist das ja irgendwo in einem ganz anderen Kontext. Und dann kann auch das Lambda nicht inline. Dann ist es tatsächlich ein Funktionsaufruf, der sogar so teuer ist wie ein Virtual Call. Aber sollte es nicht eigentlich geinlined werden können, vorausgesetzt, du verwendest kein
keinen Kontext. Ja, das stimmt, das ist wahr. Also wenn man Lambdas verwendet, sollte man immer darauf achten, dass man kleine Funktionen schreibt, die dann auch geinlined werden können. Ja, das ist richtig. Aber es gibt Situationen, dass ich selber bin gerade und sowas. Der Klassiker ist Events und Listening. Also stell dir vor, du schreibst irgendeinen komplexen Sachverhalt und möchtest jetzt dynamisch immer wenn zum Beispiel, also mein Beispiel, ich hab einen iterativen Prozess geschrieben und immer wenn die Iteration vorbei ist, möchte ich gerne irgendeine Nachricht ausdrucken, so nachdem Iteration 5 ist vorbei, das ist die Summary. Ja? Und das, was da steht, ist abhängig von dem Problem, was ich tatsächlich behandle. Dann ist eine Möglichkeit, einfach ein Lambda zu übergeben, zu sagen, hey, wenn du fertig bist mit der Iteration, ruf dieses Lambda auf. Und dann macht er halt irgendwas. Ja. Und da ist halt das Problem, dass der Kontext, in dem das Lambda aufgerufen wird, dieser iterative Prozess ist. Und der ist so groß, der wird nicht geinlined. Das heißt, da wird halt dann tatsächlich ein Funktionsaufruf passieren. Ja, aber da ist es relativ egal, weil der iterative Prozess ja, so das ist absolut extrem korrekt. Größer ist. Das ist absolut korrekt. Deswegen habe ich es auch mit dem Lambda gemacht. Dann muss ja der Compiler zur Compilezeit wissen, was denn der Typ von den Argumenten und Rückgabewerten von dem Lambda ist. Also wenn du überall Auto hinschreibst, dann muss er immer noch in der Lage sein, nachzuvollziehen, wo du das überall weitergibst. Ja, das kann er nicht. Okay, wow. Also in dem ist, ich meine, im Prinzip, wenn ich jetzt Lambda 2, 3 zum Beispiel, also das Ganze funktioniert natürlich dadurch, dass man, dass das, also Lambdas sind im Prinzip Funktionen. Ja? Also sind wirklich Funktionen für den Compiler. Und die werden dementsprechend auch, also ich weiß jetzt nicht die Details, aber im Prinzip, dieses Lambda hier ist von der Hierarchie im Compiler her äquivalent zum Beispiel zu dem Ding da. Ja, man sieht es nur so nicht. Dementsprechend kann das natürlich auch aus anderen Stellen gecallt werden und da können dann auch Informationen über die Argumente übergeben werden, solche Sachen. Also im weitesten Sinne einfach eine generische templatisierte Funktion in dem Fall jetzt mit diesen Autos. Ja, ja so ähnlich zu verwenden hinten dran. Wie ein Function-Pointer. Ja? Solange ja, du keinen ja, Kontext genau. Wie gesagt, mit dem Kontext wird es halt richtig schnell, richtig komplex. Ja, das stimmt. Wenn du irgendwas aus dem Kontext verwendest. Ich habe tatsächlich nie Performance von einem Lambda gegen einen Function-Pointer gebenchmarkt. Ist gewöhnlich dasselbe. Ja, würde ich auch erwarten. Aber meine Erfahrung ist primär in C mit Blockerweiterungen. Ja? Und ist äquivalent. Also landet halt hinten dran im Prinzip dasselbe. Ja? Aber sobald du Kontext verwendest, dann hast du nämlich Lebenszeitproblematiken und Referenzproblematiken und so weiter. Dann hinten dran irgendwas wie Smart bzw. SharePoint verwendet werden müssen, damit die Sachen leben noch und so weiter ja. Und so fort. Ja. Verstehe. Ja. Gut. Ja, das sind so ein paar Sachen, über die man reden könnte. Const Expressions nur als Stichwort. Es gibt in C++11 die Möglichkeit, jetzt verschiedene Funktionen als sogenannte Const Expressions zu bezeichnen. Das Ergebnis davon ist, dass man die auch in Templaten verwenden kann, weil sie nämlich konstant, also im Prinzip ist es eine Anweisung an den Compiler, jedes Mal, wenn dieses Ding verwendet wird, es zur Compilezeit schon aufzulösen. Er muss das nicht machen. Aber er kann das machen und da drin kann man seit C++14 im Prinzip auch fast alles machen. Also Variablen deklarieren, Ifs verwenden, Schleifen verwenden und so weiter. Solange im Prinzip die Schleifen, beispielsweise meine Schleife, solange klar ist, von wo bis wo das Ding läuft, zur Compilezeit, ist das vollkommen valide. Das heißt, im Prinzip Ausdrücke, die zur Compilezeit auswertbar sind, aus der Expression. Initialize List habe ich gesagt, Range-Based For Loops habe ich ganz kurz geredet. Das habe ich auch kurz gesagt. Es gibt Multithreading Support in C++11. Also im Prinzip muss keiner mehr POSIX P-Threads verwenden. Das geht alles in C++11. Deutlich netter und deutlich schöner mit Futures und allen möglichen Krams. Regex Support ist standardmäßig in C++11 drin. Random Number Generators sind standardmäßig drin. Ja, eine Sache, die ich noch nicht gemerkt habe. Neben Auto und Deckeltype gibt es noch Deckeltype-Auto. Also, da ist quasi auch keine Grenze gesetzt. Der Unterschied ist, dass Deckeltype-Auto beispielsweise, wenn ich, also ich hatte ja gesagt, dass Auto immer eine tatsächliche Kopie macht. Deckeltype-Auto kann auch eine Referenz sein, zum Beispiel. Also, wir uns mal einmal
gesagt zu haben. Ja. Jetzt habe ich viel von dem nicht gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick gekriegt. Ja, also das Interessante, also vielleicht noch was kurz Zusammenfassung. Für meinen Teil, was ich daran so toll finde an den neuen Features, ist, dass C++ deutlich funktionaler geworden ist. Also ich kann euch vielleicht gleich noch ein Beispiel zeigen von einer Bibliothek, die ich geschrieben habe, mit der man halt so Standardoperationen, die man aus funktionalen Programmiersprachen kennt, implementieren kann. So halt, man hat eine Liste, hat einen Head und einen Tail, macht irgendwas und macht die Konst dann wieder zusammen und so Zeug. Also diese Sachen, die bei funktionalen Programmiersprachen eine sehr große Rolle spielen, die gehen alle in C++ jetzt auch über diese ganze neue Lambda-Syntax und so weiter und so weiter. Und das finde ich echt toll, weil es ist halt einfach ein absoluter Mehrwert für diese Sprache. Ja, genau, das wäre es.